schönen Abend wünsche ich Ihnen. Das sind die Impressionen aus Hannover. Jetzt werden Sie sagen, oh, alles grau in grau. Für das Wetter können wir natürlich nichts, kann Hannover nichts. Und es ist außerdem nur ein kleiner Eindruck, Impressionen aus dieser Stadt in Niedersachsen. Und werden jetzt gleich einmal den Weg führen in die Halle. In die Halle hier im Messegelände von Hannover, wo auch die Weltausstellung, die Expo 2000 stattfinden wird. Kulturell einiges angesagt, multikulturelles Völkchen, das hier lebt und das hier auch musikalische Darbietungen bringt. Und nun gehen wir also gleich in die Messehalle 2. In die Messehalle 2, in der Messehalle 3 und 4 ebenfalls eine ganze Menge Veranstaltungen. Wir haben sie in dieser ersten Übertragung am heutigen Tag schon einige Male angekündigt. Und nun sind wir in der Halle und das sind die beiden Spieler, die gleich erwartet werden. Goran Ivaniszewicz und Thomas Muster, das Abendmatch des heutigen Tages. Es ist ja die Reihenfolge immer die gleiche. Es gibt zwei Spiele am Nachmittag. Es beginnt um 14 Uhr, dann etwa 10 Minuten nach Beendigung des ersten Spieles das zweite. Und immer um 19.30 Uhr live und exklusiv bei Eurosport, liebe Tennisfans, haben wir dann das dritte Spiel, das Abendspiel. Bevor wir mehr über Goran Ivaniszewicz und Thomas Muster Ihnen erzählen können, bevor wir Sie einstimmen möchten auf dieses letzte Spiel des heutigen Tages, nun einmal eine kleine Vorstellung. Ging sein Siegeszug in Rotterdam, traf er im Finale auf Jewgeni Kafelnikov und für ihn brauchte der Kroate drei Sätze, um am Ende triumphieren zu können. In Moskau hieß sein Finalgegner wiederum Jewgeni Kafelnikov und wieder waren es drei Sätze, die Goran Ivaniszewicz brauchte zum Turniersieg. Ich spiele ein sehr gutes Tennis, aber gegen Thomas Muster wird es hart. Zunächst einmal geht es gegen einen Linkshänder, das gefällt mir nicht. Aber es macht nichts, ich weiß, wie ich gegen Thomas spielen muss. Ich habe schon gegen ihn gespielt, der Platz ist schnell genug, ich habe Chancen, meine Asse zu schlagen. Ich muss angreifen, wenn ich viel an der Grundlinie bleibe, muss ich viel laufen und das will ich nicht. Soweit also Goran Ivaniszewicz. Thomas Muster, 29, Austria. Mexico City über Jiří Novák. Wenig später war er im Finale von Estoril
über den Italiener Andrea Gaudenzi in zwei Sätzen erfolgreich. Auch in Barcelona hieß der Sieger Thomas Muster, sein Finalteilnehmer damals Marcelo Rios aus Chile, und da ging es über vier Sätze. In Monte Carlo stand er wieder mal im Finale und da schlug er den Spanier Alberto Costa in fünf Durchgängen. In Rotterdam nutzte Richard Krajicek den Geheimvorteil nicht. Der Sieger am Ende hieß in vier Sätzen Thomas Muster. Eine überzeugende Vorstellung lieferte Thomas Muster auch in Stuttgart. Jewgeni Kafelnikov, der russische Weltranglistendritte, war ohne Chance und verlor klar und eindeutig in drei Sätzen. Zu guter Letzt siegte Thomas Muster auch in Bogota sein Gegner, da hieß Nicolas Lapenti. Bei Goran Ivanisevic sieht das ein bisschen anders aus, der nämlich hauptsächlich über seinen Aufschlag spielt in der Halle, sehr, sehr schwer auszurechnen ist, wenn er gut aufträgt. Es ist unheimlich schwer, gegen ihn zu gewinnen. Er gibt keinen Rhythmus her und ist für mich eben unangenehm. Soweit nun die Vorstellung von Thomas Muster und Goran Ivanisevic. Viel Spaß nun bei der Live-Übertragung aus Hannover mit Oliver Fasnacht. Liebe Tennisfans, das war eine Einstimmung auf dieses Spiel heute Abend zwischen Goran Ivanisevic und Thomas Muster. Wir sehen, das haben wir uns so für Sie ausgedacht, jedes Mal immer einen Rückblick auf die Saison 96 und dann das kurze Gespräch gestern beim Roundtable-Gespräch, als die Journalisten Fragen stellen konnten an alle 8 Teilnehmer, alle 7, denn Agassi war ja leider nicht da. Ivanisevic gegen Thomas Muster. Ich glaube, als erstes Spiel des heutigen Abends, Jürgen, auf jeden Fall gleich ein Knaller bei dieser ATP-Tour-Weltmeisterschaft in Hannover. Ja, ein Knaller, ein Knüller. Und wenn Sie sehen, was für eine Frisur Goran Ivanisevic schmückt, auch das finde ich, Oliver, ein absoluter Knaller. Das ist natürlich das, was wir sehen wollen. Vorhin die gelben Schuhe von Kafelnikov, jetzt diese Frisur. Das ist doch mal was. Er hat dazu gesagt, dass er diese Frisur sich selber macht. Er hat keinen Hairdresser, keinen Haarstylisten. Er macht das alles klar selber und er hat vor allen Dingen gesagt, als gutes Omen von Moskau, wo er das Turnier mit dieser Frisur, mit diesen kleinen Schwänzchen oben gewinnen konnte, ist Ivanisevic auch in diesem Turnier hier in Hannover so angetreten. Also ein bisschen abergläubisch ist er, der Kroate. Thomas Muster, Wohnort Monte Carlo. Da bietet sich ihm immer wieder eine gute Möglichkeit, im Monte Carlo Country Club zu trainieren. Und trainiert hat er wie ein Wilder, wie man uns gesagt hat. Aber ja, in Paris hatte er Schwierigkeiten, musste gegen Stefan Edberg leider in seinem Match aufgeben. Und dann aber nach einer guten Regenerierungsphase ist er wieder ins Training eingestiegen mit Ronny Leitgeb. Und wer die beiden kennt und wer vor allen Dingen Thomas Muster kennt, der weiß, wie die trainiert haben. Nämlich wie die Ochsen auf der Tour. Thomas Muster hier
als Zebra, heute auch er in einem neuen Outfit. Und wir haben eben noch kurz mit Ronny Leitgeb sprechen können. Er hat gesagt, Thomas ist relativ fit. Die Sache, die er hatte, die Verletzung in Paris aufgebrochen, wo ja viele spekuliert haben, Mann, das könnte dieselbe Verletzung sein, die Ivan Lendl zum Aufgeben zwang vor einigen Jahren. Aber das hat sich wohl nicht bestätigt, musste also hier dabei. Das heißt auch für Thomas Enqvist, er muss weiterhin warten, ob den Agassi auch spielen wird morgen. Das zweite Spiel Ryan Sampras gegen Agassi. Und wir werden sehen, ob dann doch Enqvist einspringen muss oder nicht. Musta also gegen Ivanišević, und eben haben Sie es bereits gehört. Musta sagte, es ist schwer gegen Ivanišević, denn gegen den Rhythmus zu finden, ganz, ganz diffizil. Ganz genauso diffizil wie aber Rudi Berger, der berühmteste Schiedsrichter in Deutschland. Rudi. Es ist nicht Rudi Völler, liebe Leute, es ist Rudi Berger. Und auch nicht Thomas Musta. Aber er würde sicherlich auch ganz gerne in Monte Carlo leben, der Rudi. Obwohl, man muss sagen, das ist ein Bayer, der gerne auch so die Wurzeln der Heimat immer wieder hat und sich da sehr, sehr wohl fühlt, wenn er mal selten genug zu Hause ist. Hier haben wir die Turnierfolge von Goran Ivanišević. Ja, nicht so einfach, den Rhythmus zu finden. So ging es auch heute Michael Chang gegen Richard Krajicek. Das war das erste Spiel des heutigen Tages. Und das war natürlich eine Geschichte, in der Michael Chang anschließend sagte, also er hat überhaupt nicht gut aufgeschlagen. Die Returns kamen nicht gut und Krajicek hat serviert wie ein Wilder. 20 Asse geschlagen. Man kann also sagen, im Schnitt 10 pro Satz. Und das hat dann letztlich mit je einem Break im Satz 1 und 2 für Krajicek zum Sieg gereicht. Eigentlich eine kleine Überraschung zum Auftakt, obwohl man sagen muss, der Belag hier, der trifft sich ganz gut für all diejenigen, die einen sehr guten ersten Aufschlag haben, also auch für einen Goran Ivanišević. Ja, für Thomas Musta trifft sich das Ganze natürlich nicht gut, dieser relativ schnelle Hallenbelag, obwohl Musta ja schon auf einem Hallenbelag, der ein bisschen langsamer war als dieser hier, gewinnen konnte, nämlich in Essen im vergangenen Jahr. Musta der älteste Spieler, aber sicherlich nicht der unfitteste, gar keine Frage, er wahrscheinlich von allen der tougheste, der Bär auf der Tour. Mit allen möglichen Begriffen hat man ihn hier versehen und man darf wirklich gespannt sein, was er zustande ist heute hier zu leisten. Im letzten Jahr ja bei der ATP-WM alles andere als erfolgreich gewesen und vielleicht in diesem Jahr doch etwas besser. Das heißt, dreimal verloren und zwar alle drei Gruppenspiele. Allerdings alle drei in drei Sätzen gegen Michael Chang, gegen Jim Courier und gegen Thomas Enqvist. Immer in drei Sätzen und eigentlich auch immer sehr, sehr knapp. Im Jahr 1990 ist er auch nicht über die Vorrunde hinausgekommen in Frankfurt. Da hat er gegen Lendl verloren, gegen Becker verloren und gegen Andres Gomez dann noch gewonnen. 1990 Gomez noch bei der ATP-Tour-Weltmeisterschaft dabei. Ja, war ja auch immerhin Sieger in dem Jahr bei den French Open. Andres Gomez, vielleicht erkennen ihn einige von Ihnen noch, auch er hatte eine, wenn man das mal so salopp sagen darf, linke Klebe. Und die werden wir heute sehen, vor allem von Goran Ivanišević, der schon über 1400 Asse geschlagen hat. Der absolute Ace-King auf der Tour. Und da wird es, Musta, bin ich sicher, sehr schwer. Ivanišević selber hat gesagt, er spielt ungern gegen Linkshänder. Er ist selbst Linkshänder, ist es also eigentlich auch gewohnt, gegen Rechtshänder zu spielen. Für beide, für Musta und für Ivanišević, ist es also, was die Anzahl der Gegner, die Rechtshänder sind, angeht, heute eine kleine Umstellung. Im direkten Vergleich der beiden gibt es auch eine interessante Zahl. Da steht es nämlich 1:1 zwischen Ivanišević und Thomas Musta. Das letzte Spiel, da schauen wir doch gleich einmal nach, das letzte Spiel datiert aus dem Jahr 93 in Wien. Da gewann Ivanišević im Finale in der Halle in 4 Sätzen und davor auf Sand, wen wundert's, 1990 bei den French Open Musta im Viertelfinale ebenfalls in 4 Sätzen. Sie haben schon einiges schon gehört, noch mehr wird Ihnen Oliver Fastnacht im Laufe des Matches erzählen. Also Musta gegen Ivanišević, das letzte Spiel heute am ersten Tag der ATP-WM. Viel Spaß. 7 Turniersiege stehen bereits auf dem Konto von Thomas Musta. Erneut eine sehr erfolgreiche Saison. Und er hat sich eine ganze Menge vorgenommen für diese ATP-Tour-Weltmeisterschaft in Hannover. Und Goran Ivanišević selbst hat gesagt, nur ich bin nicht, wie hat er es genau gesagt, ich will es ihm wortwörtlich wiedergeben, das ist ein wunderschöner Satz. Ich fühle mich weder nur fit noch topfit, sondern ganz gut fit. Das sagt alles. Musta gegen Ivanišević, Vorteile aufgrund des Belags sicherlich für den Kroaten, aber Musta ist ein Kämpfer. Thank you.
Ballwechsel gibt ihm keinen Rhythmus, oder geht ihm schwer Rhythmus, hat Thomas Muster also gesagt. In diesem Ballwechsel hat er sich ein wenig Rhythmus holen können, allerdings ohne Erfolg. Gleich der erste Breakball, Break zu 0 für Ivanišević. Wredestein Protrag. Wredestein, designed to protect you. Aufschlagspiel abgegeben. Ein Fragezeichen steht natürlich dahinter, wie fit ist er wirklich? Thomas Muster fehlt die Matchpraxis, die zum Beispiel Goran Ivanišević sich holen konnte in Moskau, wo er im Finale ja gewinnen konnte. Und Ronny Leitgeb hat auch ein leichtes Fragezeichen auf der Stirn, wenn man sich das so ganz genau ansieht. Wie schon erwähnt, er hat uns gesagt, dass Muster wieder einigermaßen fit ist, dass hart trainiert wurde, aber wie wichtig Matchpraxis ist, das haben wir immer wieder auch von Boris Becker zum Beispiel gehört. Auf seinem Weg zum dann doch sehr gelungenen Comeback und die Folgen, die Teilnahme hier bei der ATP-Tour-Weltmeisterschaft in Hannover. Heute gleich mit einem Auftaktsieg gegen Jewgeni Kafelnikov. 6-4, 7-5 übrigens. Hier steht es 1-0, 15-0. 30-0. Überhaupt einmal den Schläger an den Ball zu bekommen als Rückschläger. Und auch bei Ivanišević können wir beginnen, die Asse zu zählen. 20 waren es, wie erwähnt, bei Krajček. 2 jetzt im ersten Aufschlagspiel, das Kroaten. 0-2 im ersten Satz.
Nachmittag spielen, nachdem er beim allerersten leider keinen einzigen Punkt machte. Damit bleibt er dran, aber Ivanišević führt nur. Love 13.
Klatschen von Goran Ivanišević. Sehr faire Geste. Linienrichter hat er ausgegeben. Und die Spieler einigen sich, so ist es am einfachsten. Muster weiß das auch zu würdigen. Recht hat er. Spielball. Ein wichtiges Spiel für Thomas Muster. Ein zweites Break wäre dann wohl der sichere Satzverlust im ersten gewesen. So aber bleibt er dran, die Pflichtaufgabe erfüllt. Er braucht die Kür, nämlich das Rebound. 1886 kommt Carl Benz mit einer kleinen Erfindung. Eine Idee, die einiges bewegt hat. Programmheft der ATP Tour Weltmeisterschaft hier in Hannover betitelt. Aufgeben, sagt Thomas Muster, aufgeben tue ich höchstens einen Brief. Also höchstens einen Brief für alle, die das nicht verstanden haben. Der Zähe gegen den Wilden. Beide nicht immer ganz einfache Persönlichkeiten. Und sicherlich auch ein Grund, weshalb man durchaus Respekt voreinander hat und gewisse Sympathien hegt. Bei 3:2, 15 beide. Break vor, weil Ivanišević gleich Muster zu 0 dessen Aufschlag zum Auftakt abnahm. Gesprungen sei, entschuldigte sich, war ein kleiner Rahmenschlag, aber die Entschuldigung umsonst, Ball war aus. 15, 13, 15, 15. Ich sehe allerdings, dass Rudi Berger, sind wir schon bei allen Österreichern, diese Entscheidung des Linienrichters overrulte, daher 15:30. War direkt unter seinem Schiedsrichterstuhl, also hat er die Möglichkeit, hier direkt einzugreifen. 40-30. 40-40. Spiel über diese Switch. Und wieder nach 15:30 die Sache schnell beendet. Gute erste Aufschläge. Über den ersten hat Ivanišević bislang keinen Punkt abgegeben, 100% die Ausbeute. Den ersten hat er 10-mal gebracht, 8-mal den zweiten, da allerdings nur 3 Punkte. Auf die zweiten muss er ein wenig hoffen, aber selbst sollte er mehr Erste ins Feld bringen, liegt bei 38%. Und auch Erste über den zweiten momentan sehr verwundbar.
kommt, dann sieht es auch für Thomas Muster wesentlich besser aus. So wie in diesem Aufschlagspiel. Dreißen. To me, wisdom means having the intellectual capacity, having the alertness of mind, and most importantly, the wealth of experience that would enable one to see beyond the obvious. Wisdom comes from insight, the ability to interpret the information that you have before you and translate it for a client. It's not just having common sense. Wisdom means to be able to look at things through the eyes of somebody else. A 50-year history in this business means that you have an enormous reservoir of background knowledge and experience to call on. This also is wisdom. There are 40,000 of us who get to draw on each other's experience. We get to draw on each other's wisdom. And I think that really makes the difference. Noch ein wenig Statistik. Nach den ersten 7 Spielen des ersten Satzes halten wir bei 10 direkten Punkten von Ivanišević, allerdings 10 Punkte minus 7, das sind nämlich die Asse, die dazu gezählt werden, also 3 direkte Punkte aus dem Spiel heraus. Demgegenüber allerdings 8 vermeidbare Fehler. Muster hält bei 7 Fehlern und 4 direkten Punkten, minus 1 Ass, also 3 Punkten. Die Asse retten Ivanišević, wie so oft, 4-3, 40-0. Das sieht gut aus für ihn. Wenig Tennis für die Zuschauer, für sie zu Hause. Und keine Chance, auch nur in die Nähe eines Breakballs zu kommen für Thomas Muster, der jetzt gleich gegen den Satzverlust serviert. 3-5. Begegnen. Fakt
Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Über 5 Millionen Leser informieren sich Woche für Woche mit Focus. Lesen auch Sie Nachrichten ohne Umwege. Focus kommt schneller auf den Punkt. Überzeugen Sie sich selbst. Wählen Sie 0130-3009 und testen Sie Focus 10 Wochen lang für nur 36 Mark. Als kleines Dankeschön erhalten Sie die Original-Focus-Mini-Datenbank. Rufen Sie jetzt an 0130-3009. Wir schicken Ihnen postwendend die Unterlagen zu. Der erste Punkt ist ausgespielt. Es war, nein, kein Ass, aber ein guter erster Aufschlag, der die Grundlage zum Punkt bereitete. Ivanišević führt mit 5:4, 30:0 und Roberto Blanco, der übrigens in den nächsten beiden Tagen bei TUI in der Box sitzen wird. Ein ganz großer Tennisfan, der kein Match verpasst. Alle Achtung. Und auch nicht die Dreisatzbälle von Ivanišević. Tja, und es ist so gelaufen, wie wir es erwartet haben. Ein Break gegen Thomas Muster brachte schon die Entscheidung. Gleich zu Beginn verlor Muster seinen Aufschlag zu Null. Nochmal zur Erinnerung für alle, die jetzt erst einschalten. Und dann lief er chancenlos diesen Break hinterher. Hatte zwar zwei Breakbälle bei 15:40 Aufschlag über Ivanišević, aber dann vier Punkte in Folge für den Kroaten mit Service-Winnern oder Assen. 11 im gesamten Match bislang. Dieser junge Mann, der kommt wahrscheinlich direkt aus der Fun-Halle hier. Fun & Fitness in der Halle 4 im Messegelände in Hannover. Dran. Kleines Timing-Problem bei Muster, dem zu oft im ersten Satz die Länge in seinen Grundschlägen fehlte. Aber über die Schwierigkeit, gegen einen Goran Ivanišević überhaupt in den Rhythmus zu kommen, haben wir Ihnen schon einiges erzählt, auch das, was Thomas Muster dazu gesagt hat. Sicherlich eine Folge dessen. Neben Mark Mahls, dem Präsidenten der ATP-Tour. Thank you.
2 auf dem Messegelände Hannover, Austragungsort hier der ATP Tour Weltmeisterschaft in diesem Jahr zum ersten Mal. Hannover hat sich einiges vorgenommen. Bis gestern Abend sind einige Dinge noch gar nicht gestanden hier. War zum Beispiel in der Halle 4 so gut wie gar nichts errichtet. Und heute nun klappt alles ziemlich reibungslos. So, wieder Aufschlag von Ivanišević. 6-4, 0-1, 40-0, 14. Satz. Muster so gut aus den beiden bisherigen Spielen gegen den Kroaten, vor allen Dingen eben 93 in Wien auf einem vergleichbaren Belag, denn auf Sand 90 bei den French Open gewann Muster in 4 Sätzen, in Wien 93 im Finale, der Kroate ebenfalls in 4 Sätzen. Das kann er auch, sein drittes. Gefällt mir nicht die Miene von Ronny Leitke. Wirkt sehr angestrengt, sehr angespannt vor allen Dingen. Jetzt, da es zur Sache geht, zuvor, als wir ihn noch getroffen haben, war eher locker. 15 weiter. 15.
nicht so schnell für den Österreicher. Spiel über die Sitz. Fast schon resignierend die Körpersprache von Thomas Muster. Dieses Break zum 1:2. Das hätte auf keinen Fall passieren dürfen. Natürlich auch schwierig, mental stark aufzutreten, wenn man immer wieder diesen Break hinterherlaufen muss. Dann Ivanišević so serviert, wie er es in diesem Match bislang getan hat. 15:0. Die Zuschauer versuchen ihm zu helfen. Beide abgerutscht. Aber es bleibt dabei, Muster fehlt die Länge. Und Ivanišević bewegt sich gut da hinten an der Grundlinie. Antizipiert auch die Schläge des Thomas Muster. Und der macht ein wenig den Eindruck, als hätte er keine richtige Platzaufteilung, als würde er sich etwas unkoordinierterweise bewegen. Ein Zeichen eben für mangelnde Matchpraxis. Da kann er noch so viel trainieren. Da stimmt das Timing nicht, da stimmt die Beinarbeit nicht. Der Belag sicherlich auch ein ungünstiger für Thomas Muster, muss man ganz offen mal sagen. Das sind zwei kleine Matchbälle für Goran Ivanišević. Der platzierte Abschluss. Da spielte er genau durch die Mitte. Keine Probleme für Goran Ivanišević, an den Ball zu kommen und im Ballwechsel zu bleiben. Thank you.
Inzwischen absolvierte Goran Ivanišević seinen 24. ersten Aufschlag, der ins Feld kam. Und von diesen 24 ersten Aufschlägen hat Ivanišević keinen einzigen an Muster abgegeben. 100% Punkte über den ersten Aufschlag. Eine beeindruckende Statistik des Kroaten, der außerdem gerade sein 18. Ass schlägt. Bei einer Prozentzahl von 91 sitzt, liegt in diesem zweiten Satz erste Aufschläge im Feld. Zu Recht, wie soll Thomas Muster da überhaupt auch nur mal zum Breakball kommen, geschweige denn zum nötigen Rebreak? Ich glaube, der Österreicher weiß es selber nicht. Acht Winner aus dem Spiel heraus von Muster. Sechs nur von Ivanišević. Aber dafür 15 vermeidbare Fehler Muster. 11 Ivanišević. Und ich glaube, Ronny Leitgeb weiß, dass hier, wenn es normal weiterläuft, nicht mehr allzu lange gespielt wird. 2-4. Es bleibt dabei am Netz. Kein einziger Punktverlust für Muster. Achter Angriff, achter Punkt. Das ist schon paradox. Zugehört zu haben. So eine Statistik kann man ja nicht so stehen lassen. Muster arbeitet seit einiger Zeit oder experimentiert mit einem Schläger, mit einem längeren Schläger, ähnlich wie Michael Chang ja auch einen längeren Schläger spielt. Ist noch nicht im Einsatz, aber man überlegt, ob man vielleicht auf einen längeren Schläger umsteigt im Muster-Lightgate-Team, um mehr Effizienz beim Aufschlag zu bekommen, unter anderem auch mehr Druck machen zu können. Michael Chang hat das einiges gebracht. Staubtrocken und enorm ruhig wirkt. Aber wieder war es ein zu kurzer Ball von Thomas Muster. Ihm fehlt heute einfach der Druck. Sicherheit. 6-4,
4-3. So verteilen sich die Punkte von Ivanišević, hauptsächlich mit dem Aufschlag. 19 Punkte nämlich. Wen wundert, es sind 19 Asse. 4 Vorhand, 3 Volley, 1 Rückhand. So kommen wir zu dem 27. Breakbälle bekam Thomas Muster von Ivanišević im ersten Satz und dann servierte Ivanišević viermal so gut, dass direkt ein Punkt daraus entstand. Und so wird eine kleine Hoffnung immer wieder sehr rasch im Keim erstickt. Ein schönes Bild, das sich der Kameramann da ausgesucht hat. 30-15. Winkt ab, nichts zu machen, 20 Asse und dabei wird es nicht bleiben. Spiel über die Switch. Dankeschön, 5-3. Ich habe es Ihnen gesagt, bei diesem doch recht schnellen Belag in der Messehalle 2 in Hannover und bei diesem Aufschläger Goran Ivanišević ist mit allzu viel Tennis hier nicht zu rechnen. Ähnlich ging es eben auch Chang gegen Richard Krajicek und damit droht dem zweiten defensiver eingestellten Spieler in der weißen Gruppe eine Niederlage. Nach Chang nun auch Muster, serviert gegen den Matchverlust bei 4-6 und 3-5. Versuchen, das Ihrige dazu zu tun.
Und vielleicht hilft Ivanišević ja noch ein bisschen nach. Dann wird es wenigstens nochmal spannend im zweiten Satz. Immer noch hat Ivanišević über den ersten Aufschlag, der 30 Mal im Feld landete, noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Ist das Weltrekord? Ja, gut, im richtigen Moment nach vorne. Und zum ersten Mal hört man mal etwas von Goran, der ansonsten bislang sehr diszipliniert wirkt. Hat auch nicht allzu viele Gründe hier zu verzweifeln, überhaupt zu zweifeln. Zu gut serviert er heute einfach. Von Muster sieht man die fehlende Matchpraxis doch an. Zwei Matchbälle für Goran Ivanišević nach 50 Minuten. Dafür kann man sogar noch 10-mal den Platz abziehen auf einer öffentlichen Tennisanlage, wenn Sie eine Stunde buchen. Das war's. Thomas Muster ist der zweite Grundlinienspieler, der zweite, der gerne defensiv agiert in der weißen Gruppe, der heute verliert. Ivanišević gewinnt 6-4, 6-4. Krajcek schlug heute Chang in zwei Sätzen und damit erleben wir morgen schon das Spiel der Wahrheit für Michael Chang und Thomas Muster im Match gegeneinander um 14 Uhr, das erste Spiel des morgigen Tages, Chang gegen Muster. Danach kommt dann Sampras gegen Andre Agassi, das Topspiel morgen sicherlich. Und dann die beiden Sieger des heutigen Tages in der weißen Gruppe um 19.30 Uhr, morgen Abend exklusiv live bei Eurosport wieder. Krajcek gegen Ivanišević. Übrigens, jeden Tag sind wir von Beginn an dabei, also würden wir uns freuen, das als kleiner Hinweis, wenn Sie einschalten, ab 14 Uhr schon bei Eurosport. Nicht nur am Abend sind wir für Sie da, nein, auch in beiden Spielen am Nachmittag live dabei. Nun geht es ab in Richtung Eurosport Studio. Wir hatten noch Vedran Matic, den Freund und Coach von Goran Ivanišević, gesehen. Und wenn es klappt, dann haben wir Goran jetzt gleich zum Interview im Eurosport Studio. Ansonsten machen wir noch ein paar Nachrichten. Es ist ja noch einiges andere passiert. Es gibt ja nicht nur die ATP-Tour-Weltmeisterschaften in Hannover. Logisch, Fußball wird heute gespielt. Sie sehen übrigens Europapokal-Fußball heute bei uns im Anschluss an die Tennisübertragung. Achten Sie auf die Programmhinweise. Und hier haben wir den Sieger Goran Ivanišević, der mit dem Schwänzchen oben spielt. So wie in Moskau, wo er das Turnier gewinnen konnte. Ein gutes Omen, er ist abergläubisch, startet auch hier in dieses Turnier mit einem Sieg. Und Thomas Muster, shake hands. Ich glaube, nach jedem Break war ihm klar, da wird wohl nicht mehr allzu viel bei rausspringen. Und 21 Asse Ivanišević, 30 Winner, also minus 21 sind 9 Winner aus dem Spiel heraus. Genauso viel wie Thomas Muster übrigens. 7 Asse, 16 Winner. Müssen Sie mal abziehen, die Asse. Dann kommen Sie auf die direkte Anzahl der Punkte aus dem Spielverlauf heraus. Denn hier werden die Asse dazugezählt. Aber die Fehler. Bei den Fehlern Muster 16, Ivanišević 15. Am erfolgreichsten war Thomas Muster, man höre und staune, am Netz. Da sind ihm nämlich von 9 Netzangriffen 8 Punkte gelungen. Und da haben wir noch einmal die Statistik für Sie. Grün auf Blau. Oder Weiß auf Grün. Muster 0 Punkte. Chang 0 Punkte. Beide morgen 14 Uhr erstes Match. Wer verliert, ist raus sozusagen aus dem Rennen ums Halbfinale bei der ATP Tour Weltmeisterschaft. Thomas Muster wird übrigens beim Grand Slam Cup in München, wie es aussieht, nicht spielen. Er wird sich um seine Farm in Queensland in Australien kümmern und dann auch in Australien die ersten Wochen verbringen. So, jetzt haben wir gleich Interviews, so wie ich gehört habe. Bleiben Sie dran hier live bei Eurosport. Wir sind jetzt bei uns im Eurosport-Studio. Ich habe den Gewinner hier, Goran Ivanišević. Goran first, congratulations. 6-4, 6-4, but I think it was much easier than the result. Ich glaube, es war ziemlich einfach, dieses Match. Das Resultat gibt nicht ganz die Einfachheit dieses Sieges wieder. Nun, ich habe eine Menge Asse geschlagen, ich habe viele erste Aufschläge gebracht. Ich war fast ein bisschen überrascht von mir selbst heute. Und er ist natürlich klar, dass er von der Grundlinie besser spielt.
so hat er mir auch die Möglichkeiten zum Punkt aus dem Spielverlauf eröffnet. 8 Punkte in Folge zu Beginn des Matches. Haben Sie da schon gemerkt, oh, das könnte heute gut laufen? Ja, ich habe gemerkt, dass er einen recht schwachen Start hatte. Ich habe meine Chancen genutzt. Und normalerweise bin ich es ja eigentlich, der nicht gleich sofort aus den Startlöchern kommt. Aber heute war alles ein bisschen anders und dann, wenn ich Break 4 bin, wenn ich meinen Aufschlag nach Hause bringen kann, dann wird es natürlich immer einfacher. Immer sehr gut gegen Thomas Muster, sehr früh einen Break zu schaffen, so wie auch im zweiten Satz. Gestern haben Sie gesagt, dass Sie es nicht so gerne mögen, gegen Linkshänder zu spielen, weil es relativ schwierig ist, sich umzustellen. Aber heute, das war nun wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Was ist über Nacht passiert? Also es ist gegen ihn ein bisschen einfacher, gegen den Linkshänder Muster zu spielen, als zum Beispiel gegen Peter Korda. Er spielt zwar sehr, sehr hart, aber mit viel Topspin. Die Bälle kommen nicht ganz so flach und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute auf all seine Fragen gute Antworten gehabt. Er hat alles versucht, aber anscheinend über Nacht muss mir irgendetwas zugeflogen sein, mein Goran Ivanišević. Zum einen haben sie Thomas Muster einen Ass geschenkt, sie haben gesagt, der Ball war gut. Und zum anderen haben sie einmal gesagt, sie waren mit dem Schläger dazwischen, das war dieser Ball, dieser Crossball von Thomas Muster. Ich glaube, es gibt normalerweise nicht so wahnsinnig viele Spieler, die das tun, aber ich finde, wenn man sieht, dass es ein klarer Fehler ist, der gemacht wird vom Bodenpersonal oder vom Schiedsrichter, dann gebe ich natürlich dem Gegner den Punkt. Normalerweise sollte das nicht Usus sein, ständig Punkte zu verteilen. Aber ich meine, ich gebe Punkte her und gewinne trotzdem das Match. Was will ich mehr? Morgen geht's gegen Richard Krajicek. Morgen Abend 19:30 Uhr übrigens live bei Eurosport, darf ich Ihnen nochmal sagen. Was wird denn morgen der Schlüssel zum Sieg sein? Das gleiche wie heute. Ich muss gut aufschlagen. Das ist eines dieser Spiele, in dem ein Break schon ein Satz oder ein Match entscheiden kann. Ich habe ihn vorher geschlagen. Ich weiß, wie ich gegen Krajicek zu Werke gehen muss. Ich muss mich einfach auf mein Spiel konzentrieren. Gut aufschlagen, gute Volley spielen und dann läuft das auch. Morgen ist ein sehr interessantes Spiel, denn wenn Muster gegen Michael Chang gewinnt und ich gegen Krajicek gewinne, dann bin ich auf jeden Fall schon im Halbfinale. Ich möchte nicht zu viel darüber nachdenken. Natürlich gibt es dann das letzte Spiel gegen Michael Chang für mich, aber Krajicek hat heute unglaublich gespielt. Und viele Asse werden morgen wahrscheinlich zu sehen sein. Viele Asse werden auch entscheiden vielleicht. Aber das ist immerhin die ATP Tour Weltmeisterschaft, das Finale, die 8 besten spielen. Und man muss einfach auch gutes Tennis spielen. Viele Zuschauer fragen uns immer wieder, was ist mit diesem Haarschnitt, mit diesem besonderen Look? Tja, wie ich Ihnen das schon gesagt habe, liebe Tennisfans, das bestätigt jetzt auch Goran Ivanišević. Ich war in Moskau mit diesem kleinen Schwänzchen, mit diesem Zöpfchen oben. Und alle haben angefangen, was ist das denn? Der kann doch nicht so Tennis spielen. Und auch Jim Curry hat sich ein bisschen lustig gemacht über ihn. Was er meinte, also wenn du so spielst, dann komme ich und werde dein Trainingspartner. Aber ich habe jetzt irgendwie ein ganz gutes Gefühl mit diesem Look und deswegen bleibe ich auch dabei hier. Habe ich vielleicht auch eine Chance, meinen Carsten Linke? Oh Carsten, das würde ich gerne mal sehen. Was muss man machen? Also du musst das einfach hochstecken, es ist ganz einfach, es ist nicht allzu schwer. Carsten Linke und Goran Ivanišević im lockeren Plausch, im netten Gespräch nach dem Sieg. Aber nach einem Sieg lässt sich's immer locker spielen. Und er ist der nächste Gegner morgen von Goran Ivanišević um 19.30 Uhr. 210 servierte Richard Krajicek heute gegen Michael Chang, servierte ihn sozusagen